wird am Ende ein bisschen das Problem sein. Wir haben fette Geschütze. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Tarnfeld aktiviert. Waffen so blöd daneben sitzt. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ist da irgendwo oben einer? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ich werde hier gerade mal ein bisschen wechseln, aber ich mache jetzt gerade mal ein bisschen so Sneaky Action. Energie kritisch. Maximale Gute Panzerung. Arbeit, sind wieder online. Kommen Sie zur Landezone. Ja, gehen wir mal zur Landezone so nochmal. Zone wird überrannt. Psycho und ich stoßen zur Signalposition vor. Ein Stützpunkt blockiert den Weg ins Tal. Um den müssen Sie sich zuerst kümmern. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. So. So, er hat jetzt gesagt, die Landezone wird überrannt. Das heißt, jetzt vor uns müssen eine Menge Gegner sein. Und die will ich mich erst natürlich kümmern. Tarnfeld aktiviert. Und es kann natürlich jetzt gut sein, dass ich jetzt hart verkacke. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Ich glaube, ich muss nur so einen kleinen Wechsel machen. Tarnfeld aktiviert. Sich ein Sneaky sein und einfach hart auf die Fresse geben. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Naja. Ah, Y ist hinlegen. Au. Maximale Panzerung. Okay. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ja, ja, das ein bisschen. Tarnfeld aktiviert. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Der war tot. Au. So. Ja, das geht natürlich nicht.
Okay, was? Ist es einfach mal so ein bisschen. Warte, ich mach mal so. Tarnfeld aktiviert. Zwei Autos explodiert. Leute? Ja, alle Panzer auf. Was sind ständig? Autos explodiert. Was ist denn hier in so einer asiatischen Insel? Das gehört zum guten Umgangston. Hat nur einen Schuss übrig. So, also, man merkt, ne, man darf nicht einfach so drauf losballern, weil der Anzug hält auf Delta echt nicht so viel aus. Man muss echt viel mit dem Tarnmodus arbeiten, sonst hat man da echt keine Schnitte. Nomad, Sie nähern sich einem Gebiet mit starker Feindaktivität. Halten Sie den Ball flach. Wenn die Sie entdecken, fordern Sie Unterstützung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Hat den Ball ja sowas von flach. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Bin mir nicht mehr sicher, es kann sein, dass hier hinten noch im Dschungel welche sind. Ah, ich weiß, vor mir sind. Tarnfeld aktiviert. Eine Menge Gegner. Man sieht unten so diese, links unten die Anzeige da, die ist gerade grün. Das heißt, sie haben mich gehört. So gelb, dann haben sie irgendwas gesehen. Rot, dann wissen sie wirklich Bescheid. Also bei gelb sind sie schon ein bisschen so, na, hellhörig. Das heißt, hier in der Nähe sind auch Leute. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Ach ja, F. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Ich bin weg, war nicht meine Absicht. Oh. Tarnfeld klar. Aktiviert. Es wird hier überhaupt nichts schlägt hier überhaupt nichts aus, ne? Ich war super leise. Und die kriegen das natürlich mit. Und haben Alarm geschlagen. Ja. Die Leute wieder mit dem Babamobil. Maximale Panzerung. Gleich kommt noch hier ein Boot an. Noch mehr KVA-Truppen, sie kommen auf sie zu.
Ach nee, hab schon. Ja. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Oh, Granaten. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Okay, jetzt müssen wir zum nächsten KV-Kontrollpunkt durchbrechen. Das war jetzt so ein kleiner Posten. Das war hier ein kleiner Posten und ja, müssen wir zum nächsten. Wird immer schlimmer. Aber hat man gesehen, dass eigentlich die beste Taktik einfach unsichtbar machen. Schnell, kurz bevor du schießt. Nomad, laut JSOC hat die KVA auf der östlichen Halbinsel einen Gefechtsstand. Infiltrieren Sie ihn und suchen Sie Informationen über feindliche Stellungen. Ich lade Ihnen die Koordinaten hoch. Ja, den mache ich auch noch mal ein bisschen leiser. Wir haben nicht viel Zeit, Nomad. Aktivieren Sie den Sprintmodus. Nee, danke. Wir müssen jetzt da gleich so hoch. Ah ja. Den Gefechtsstand nehme ich aber auch noch mit. Den mache ich, glaube ich, sogar vorher, weil genau es geht beim grünen Punkt eben, glaube ich, dann eh weiter. Dann breche ich noch kurz auf, gehe außenrum zu dem gelben Punkt. Ah ja, hier sind auch wieder Leute. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Also, normal halt nicht schon ein paar Schläge aus, sondern mal in Anzugsmodus. Also ich gehe jetzt ein bisschen außenrum, weil da hinten ist gleich beim grünen Punkt. Da sind schon viele Männer. Ich finde die jetzt erstmal noch nicht. Ach, das Boot. Tarnfeld aktiviert. Boah. Maximale Panzerung. Hat mich das jetzt erschrocken, ey. Ich dachte schon, von da drüben werde ich beschossen. Die Boote vergesse ich ab und zu mal. Ah. Tarnfeld aktiviert. Oh, da hinten war auch noch einer. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Ist so dumm, dass das den eigentlich umbringt. Der stürmt über seinen Kollegen tot. Ja. Game-Mechanik ist nicht perfekt, aber es ist eigentlich trotzdem gut. Ich meine, das hier finde ich auch. Ist doch geil. Wie kommt da gerade eigentlich? Tarnfeld aktiviert. Gute Idee. Ach ja, ich kann. Das kann. Du kannst jetzt gerade nicht dein Visa benutzen, weil du gerade einen Arsenal hinterhältst. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie kritisch. Ups. Macht ja auch irgendwie so. Wir sind hier auf einen Kontrollpunkt der KVA gestoßen. Da kommen Sie nur mit ordentlich Feuerkraft vorbei. Besorgen Sie sich ein paar Granaten.
Maximale Die Panzerung. sehen den Stock, fällt mir gerade auf. Ich bin unsichtbar mit der Stock nicht. Tarnfeld aktiviert. Chukun! Maximale Panzerung. Kritisch. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Was? Was deine Mutter? Aktiviert. Was dreht das hier eigentlich um? Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Aber das ist auch irgendwie ein bisschen schön, ne? Die da hinten sind richtig massiv viele Leute. Haben die Explosion. Eigentlich gehört. Au. Wir müssen jetzt eigentlich. Geil. In Massen kommen. Oh, ich glaube, das ist ein Fall. Das ist ein aktiviert. Ups. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Nomad, Sie nähern sich jetzt dem Gefechtsstand. Aktivieren Sie den Tarnmodus und maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung.